war jetzt zu laut. Einstellung. Ja, in Time Trial bin ich mit dem Setup 27.2 gefahren, aber da muss alles passen. Mit dem Setup, was ich jetzt habe, Also quasi dieselbe Zeit, die du jetzt gefahren bist in meinem Time Trial, ja. Minimal langsamer als Old Slot gewesen, genau. Ich war in einer sogar schneller, aber da war ein leichter Cut drin. Das hat das Spiel mir nicht durchgehen lassen. Blausauger 27.4, was ist denn los mit den Leuten? Ja, der fährt mit Traktionskontrolle und Kram. Ich habe das Gefühl, dass du damit aktuell wirklich teilweise echt schneller sein kannst. Weiß ich nicht. Müsste ich mal selber testen, aber ich habe keinen Bock mehr mit der Traktionskontrolle zu fahren. Superb parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights are out. Ah, scheiße. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and watch for those lights. Start überleben. Mhm. Ich auch. Ich hab Blausauger hinter mir. Mich hat's gespinnt.
Right, let's focus now for the rest of the race. We can now use DRS. DRS now available. Oh, scheiße. Ach, jung. Keep on him, you might make a mistake. Wow. Oh, schon wieder fast weggedreht in der Kurve, ey. Ach, Gustav. Nice move. Good job. Green flag. Green flag. We're racing again. Let's go. Oh, habe ich den Mercedes da? Ja. Entschuldigung. Ich bin von dem Alpine leider in die Richtung gedrückt worden. Ob es wollte und nicht. Okay, we've been given a time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. Get your head down and let's get it done. Nein! Ich wusste es. Im vierten Gang, ey, wenn du zu. Das ist doch behindert, die Scheiße. Meinst du die Rechtskurve, die da ist? Ja, mein Start und Ziel da. Kann doch nicht sein. Ich bin. Also. Wie kann ich mich da im vierten Gang drehen? Das ist unmöglich. In den dritten? Ich war im vierten. In den dritten? Ja, aber wie kannst du dich, wenn du untertourig fährst, drehen? Das ist doch nicht. Das ist doch Quatsch. Kommt drauf an, wann die Autos das meiste Drehmoment haben, ne? So eine Drehmomentsache. Okay, good work. Great pass.
Ja, das funktioniert nicht mehr. ERS? Nee. Cops den Körper fahren. Also, dass es keine Warnung gibt oder was? Yes. Oder? We got a great chance of taking this position. Come on, you know what to do. Wie viel Prozent hast du auf deinen Reifen eigentlich? Kann ich dir gleich sagen. Ich hatte. Einundvierzig vorne links und 17 hinten rechts. Krass. Ich hab 34. Hinten rechts 15. Und hinten links 23. Vorne Medium rechts 18. Medium. Ja, okay, ich fahr vielleicht auch ein bisschen aggressiver gerade. Weil ich Zeitlust vor der Nase hab. Boah. To the car ahead is increasing by a few tenths per lap. Get your head down. Okay, so we're leading our teammate by 16.7 seconds. Alter! Mind that front wing is gonna need replacing if it takes too much damage. Hey! Okay, pit in this lap and remember the speed limit. We'll be penalized if we exceed it. Keep that in mind as you approach. Ja, mega. 1 km/h zu schnell gewesen. 10 Sekunden? Mhm. Aber irgendwie spielen wir heute auf der Rennstrecke Ping-Pong, habe ich den Eindruck. Ich kann leider nicht mitspielen, so weit hinten. Auch das Ping-Pong willst du auch nicht spielen. Zweimal vom Blausauger gekickt. Einmal von Gustav gekickt, obwohl da genug Platz für ihn war. Jetzt gerade von Zeitlos gekickt. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Siehst du, was Zeitlos für Reifen hat? Soft. Sehr gut. Hä, wieso wechselt er den Flügel? Scheiße, ich hatte Flügelschaden. Ja, ich auch. In den letzten Kurven. Ach, das war wahrscheinlich mit dir, aber es war eine Mini-Kollision. Ich hab dich ja nur angestoßen. Ja, im Start hatte ich keine. Was ist das denn für ein Kack? Wir hatten wieder eine Kollision. Ja, als du dich da direkt in der ersten Kurve da gedreht hast. Aber ja. ich hab dich nur leicht angetitscht. Ja, sorry. Nein, das war ja mein Fehler. Ich weiß halt nicht, ob ich da in der Situation einen Schubser gekriegt habe. Hm.
mal, hätte ich gar nicht wechseln sollen, ich Strottel. Ich habe Flügel gewechselt. Ich hatte halt nichts, bei mir war nichts zu sehen. Ja, aber alles grün trotzdem. Ah, toll. Weil der Ingenieur hat ja auch nichts gesagt. Ja, aber die wechseln den Flügel nicht, wenn er keine Performance-Verlust ist. Ja, danke, meine Batterie ist voll. Danke fürs Bescheid sagen, Chip. Diesmal völlig unironisch, wirklich. Zieh hier ein Stück weg von mir, bitte. Damit ich ein bisschen Sicherheitsabstand habe. Das ist genau das geahndet. Also, beim besten Willen. Okay, clear. Car ahead, well done, but be aware these tires need to get us to the end of this race. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Well done.
Das denn? Nice work, mate. That brings you up a place. Gap to the car ahead, 11.5 seconds. Okay, mate, final lap. Keep your concentration and let's bring it home. Mal schon wieder, Alter, ey. Ich krieg das Kotzen. Ach, come on, ey. Das kann nicht sein. Alter. In welchem Gang fährst du da? Im dritten! Ja, vorsichtig Gas geben. Das war jetzt bei Start und Ziel. Ja, ja, ich hab's gesehen auf der Karte. Alter, war doch nicht Schlangenlinie-Bohne. In den letzten beiden Kurven musst du halt extrem vorsichtig sein beim Gas geben und lenken. Noch vorbei an Marius gekommen. Und erst Vollgas geben, wenn das Auto dazwischen den Kurven gerade ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich da zu viel Gas gegeben habe, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also wahrscheinlich, das ist mir zwischendurch auch passiert. Aber egal, ich muss lernen, die Strecke ist aber auch schwierig. Ich gehe dann vom Gas, wir fangen das wieder ab. Das geht im 24 erstaunlich gut. Ja, ich konnte das jetzt nicht abfangen, das war nicht möglich. Ja, bis auf die zwei Dreher war ich eigentlich zufrieden. Hätte ich ja eine Blausage eigentlich auch kriegen können. Hätte ich mich nicht gedreht jetzt das zweite Mal. War das schon irgendwie
Fast 3 Sekunden wieder dran. Aber kein Safety Car. Nee. Hallo, ein paar Leute zurück, Leute. Wem? Zeitlos, Blausauger. Ist Gustav sich in dem Moment gedacht, dann frage ich mich. Zeitlos, Gewitter, Bohne. Jo, jo, jo. Ich geh schon mal hoch. Du wolltest gut eine Nachbesprechung leiten? Wir machen keine Nachbesprechung, das ist ja nur ein Testrennen. Ja, aber wie wollen wir es in Zukunft handeln? Das kannst du gerne machen, wenn du nicht, wenn du das willst. Ich reiß mich nicht drum. Du darfst das gerne wieder machen. Jo, mal hoch. Klär mal noch. Ich gehe schon mal hoch. Jo. Eieiei.